Thomas ist eine Rangierlokomotive, die auf einem großen Bahnhof auf der Insel Sodor zu Hause ist. Er ist eine vorwitzige kleine Lokomotive mit 6 kleinen Rädern, einem kurzen gedrungenen Schornstein, einem kurzen gedrungenen Dampfkessel und einem kleinen gedrungenen Führerhaus. Er ist aber auch eine pingelige kleine Lokomotive, die immer die verschiedenen Waggons zusammenstellt, die dann mit den großen Lokomotiven auf lange Reise gehen. Und wenn die Züge einfahren, zieht er die leeren Waggons weg, damit die großen Lokomotiven sich ausruhen können. Thomas ist der Ansicht, dass keine Lokomotive so schwer arbeitet wie er. Er spielt den anderen aber auch gerne Streiche. Vor allem Gordon, der größten und stolzesten Lokomotive. Thomas pfeift sie gern heftig an. Wacht auf, Faulpelze! Warum arbeitet ihr nicht so schwer wie ich? Eines Tages kam Gordon völlig erschöpft am Rangiergleis an, nachdem er den schweren Expresszug gezogen hatte. Und er wollte gerade einschlafen, als Thomas vorwitzig wie immer daherkam. Aufwachen, Faulpelze! Bewegt euch zur Abwechslung mal! Fangt mich, wenn ihr könnt! Und fuhr lachend davon. Statt einzuschlafen, überlegte Gordon nun, wie er es Thomas heimzahlen könne. Eines Morgens wollte Thomas nicht aufwachen. Sein Lokomotivführer und sein Heizer brachten ihn nicht zum Fahren. Sein Feuer ging aus und der Expresszug sollte schon bald abfahren. Die Fahrgäste warteten, aber die Waggons standen nicht bereit. Endlich setzte Thomas sich in Bewegung. Oh je, gähnte er. Er eilte in den Bahnhof, wo Gordon schon wartete. Beeil dich, sagte Gordon. Beeil du dich, antwortete Thomas. Gordon schmiedete jetzt einen Plan. Ja, sagte Gordon, ich beeil mich. Und noch bevor die Waggons zum Halt gekommen waren, stieß Gordon schnell zurück und koppelte sie an. Alles schnell einsteigen, pfiff er. Gewöhnlich schob Thomas die großen Züge an, weil sie so besser in Fahrt kamen. Aber vorher wurde er abgekoppelt. Diesmal fuhr Gordon so schnell los, dass vergessen wurde, Thomas abzukoppeln. Gordons Gelegenheit war gekommen. Vorwärts, vorwärts, dampfte Gordon die Waggons an. Der Zug fuhr schneller und schneller. Zu schnell für Thomas. Er hätte gern angehalten, aber das ging nicht. Piep, piep, halt, halt. Schneller, 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 lachte Gordon. Du kommst nicht weg, du kommst nicht weg, lachten die Waggons. Der arme Thomas fuhr schneller, als er je gefahren war. Er war außer Atem und seine Räder taten ihm weh. Aber er musste weiterfahren. Für sowas bin ich doch nicht gebaut, dachte er traurig. Meine Räder werden ganz abgefahren sein. Schließlich kamen sie am Bahnhof zum Halten. Thomas wurde abgekoppelt. Er kam sich ziemlich blöd vor und war total erschöpft. Als nächstes fuhr er auf eine Drehscheibe und dachte, dass ihn alle auslachen würden. Und dann fuhr er auf ein entferntes Abstellgleis. Tja, kleiner Thomas, höhnte Gordon. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn man schwer arbeitet, was? Der arme Thomas konnte nicht antworten. Er war völlig außer Atem. Er dampfte langsam davon, um sich auszuruhen. Und er trank sehr, sehr lange. Er fuhr sehr langsam nach Hause und nahm sich für die Zukunft vor, nie wieder frech zu Gordon zu sein.